Ende des 18. Jahrhunderts sieht sich das prunkvollste Königshaus Europas einem mächtigen Feind gegenüber, dem eigenen Volk. Ein Mann sorgt dafür, dass die Nation einen ungeliebten König und eine verhasste Königin stürzt. Eine Republik wird geboren, in Blut. Im Blut der Französischen Revolution. ...1794, die Conciergerie in Paris. Das Gefängnis ist eine uneinnehmbare Festung am Ufer der Seine. Nasskalt, voller Ratten. Berüchtigt als das Vorzimmer des Todes. Drinnen wird die Stimme des Volkes zum Schweigen gebracht. Das Haar geschoren, der Nacken blank für die Guillotine. Maximilien Robespierre bereitet sich darauf vor, den Preis für das zu zahlen, was er in Gang gesetzt hat. Eine Explosion an Ereignissen. Die Französische Revolution. Die Französische Revolution war der außerordentliche Moment, in dem das Volk daran zu glauben begann, dass fast alles erneuert werden könnte. Nicht nur die Politik und die gesellschaftlichen Institutionen, sondern auch die menschliche Natur an sich. Die Französische Revolution stellte die Weichen für die moderne Welt. Sie war der Wendepunkt, an dem sich alles veränderte. Die Revolution bereitet dem feudalen System mit seinen aristokratischen Traditionen ein Ende. Gewaltsam beschreitet sie den Weg in eine neue Zukunft. Sie erschüttert Europa in seinen Grundfesten. Ihre Auswirkungen reichen über die Grenzen des Kontinents hinaus. Die Französische Revolution ist das wichtigste historische Ereignis in der westlichen Geschichte. Es gab andere bedeutende Entwicklungen, die industrielle Revolution, den Kapitalismus, aber es gab kein wichtigeres Ereignis. Die Revolution veränderte die Dinge grundlegend. Man befreite sich von der katholischen Kirche, dem Christentum, dem Adel, dem König. Die Revolution beschert den Armen Brot, Frankreich die Demokratie. Sie etabliert eine völlig neue Gesellschaftsordnung. Aber der Fortschritt fordert seinen Preis. Es war ein Moment der außerordentlichen Hoffnung mit großartigen Zielen. Doch dann wurde daraus eine Tragödie. Nun ein gebrochener Mann, war Robespierre noch zwei Tage zuvor siegestrunken. Der Mann an der Spitze der größten und blutigsten Revolution, die Europa jemals gesehen hatte. Nur seinen Idealen verpflichtet, nannte man ihn den Unbestechlichen. Ein Wort von ihm konnte eine ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzen. Er ist ein brillanter Redner. Worte sind Robespierres Waffen. Nun zum Schweigen verurteilt, erwartet ihn das gleiche blitzschnelle und brutale Ende, das er so vielen anderen bereitet hatte. Die Revolution frisst ihre Väter. Niemand hätte die kommenden Turbulenzen voraussehen können an diesem Frühlingstag im Jahr 1770. Das Schloss von Versailles ist bis unter sein vergoldetes Dach mit Mitgliedern und Gästen des königlichen Hofes gefüllt. 1682 fertiggestellt war Versailles das Meisterwerk Ludwigs des 14. Der Sonnenkönig wollte Abstand schaffen zwischen sich und seinen Untertanen und verlegte seinen Sitz aus der Hauptstadt nach Versailles, 20 Kilometer westlich von Paris. Dort ließ er das prunkvollste Schloss bauen, das Europa je gesehen hatte. Fast 100 Jahre ist es bereits Sitz der französischen Monarchie. Und nun ist es Schauplatz einer strategisch ausgeklügelten Hochzeit. Der Enkel König Ludwigs des 15., Prinz Louis Capet, der Thronfolger, steht kurz davor, sich zu verehelichen. Louis Capet ist 15 Jahre jung. Er ist schüchtern und von zögerlichem Charakter. Er hat nur wenige der für einen König erforderlichen Qualitäten. Auch als Ehemann ist er kaum geeignet. Louis war ein plumper, scheuer, unbeholfener 15-Jähriger, ohne jegliche Umgangsformen. Die Mätresse von Ludwig dem 15., Madame du Barry, nannte ihn einen dicken, schlecht erzogenen Jungen. Er war ein Tölpel.
Ludwig XVI. Fiel es schwer, Entscheidungen zu treffen. Er zauderte ständig. Er war immer bereit, sich von der Person überzeugen zu lassen, mit der er gerade sprach. Das sind nicht gerade Führungsqualitäten. Ludwigs Hochzeit ist eine politische Verbindung zwischen dem österreichischen Königshaus, dem der Habsburger, und seinem eigenen, dem der Bourbonen. Die Hochzeit soll aus einer alten Rivalität ein neues Bündnis schmieden. Die junge Braut, die man nach Frankreich schickt, ist ein großäugiges, hübsches, 14-jähriges Mädchen. Marie Antoinette. Marie Antoinette ist eine österreichische Erzherzogin. Sie ist die jüngste Tochter von Kaiserin Maria Theresia. Dass sie nach Frankreich verheiratet wird, bedeutet die Bildung einer neuen Allianz. Frankreich und Österreich werden durch die Hochzeit zum ersten Mal Partner statt Feinde. Marie in Frankreich, das ist ein politisches Signal. Sie selbst, ein Teenager, hat wenig Interesse an politischen Dingen. Als Marie nach Versailles kam, war sie sehr jung. Sie wusste nicht viel über das Land. Sie kannte die Gepflogenheiten nicht, wusste nichts über den Königshof. Sie war ein eigensinniges, quirliges Mädchen, aber eben noch ein Mädchen. Als Marie Antoinette nach Versailles kommt, ist sie nur ein Teenager. Sie ist 14, blond, blauäugig, sie ist hübsch, sie mag es, bewundert zu werden. Sie kommt mit der Vorstellung, ihren Mann und ihre neue Familie für sich einzunehmen. In der Hochzeitsnacht tobt draußen ein unheilvoller Sturm. Innen erstrahlt der Palast im Glanz einer prunkvollen Zeremonie. Die frisch Vermählten machen sich auf ins königliche Schlafgemach. Um symbolisch die Zeugung eines Erben zu sichern, ist der Hofstaat anwesend, während das peinlich berührte junge Paar zum ersten Mal gemeinsam ins Ehebett steigt. Die Menge ist entzückt. Die Erwartungen sind groß. Doch als die Vorhänge zugezogen sind, wird klar, ein Erbe wird hier nicht so bald produziert. Ludwig hatte nicht nur kein Interesse zu regieren, auch die Liebe ließ ihn kalt. In den ersten Nächten schenkte er ihr überhaupt keine Beachtung, wie auch danach in der Ehe. Es wird Jahre dauern, bis die Ehe vollzogen ist. Das Ausbleiben eines Erben sorgt im ganzen Land für Gespött. Für das Paar wird es in den kommenden Jahren zu einer großen Belastung. Das Hochzeitsfest in Versailles dauert 4 Tage. Doch außerhalb der Schlossmauern ist niemandem zum Feiern zumute. Nach jahrelangem königlichem Missmanagement ist das französische Volk ausgezehrt und hungrig. 8 Jahre zuvor hatte Ludwig XV. Den Siebenjährigen Krieg verloren und musste seine Territorien in Nordamerika an England abtreten. Der verhängnisvolle Konflikt hatte Frankreich nicht nur Ansehen, sondern auch viel Geld gekostet. Die Staatskassen sind leer. Dabei nimmt die Bevölkerung mit jedem Tag zu. Die Pest ist nur noch eine dunkle Erinnerung. Immer weniger Menschen sterben, aber immer mehr haben Hunger. Die französische Bevölkerung wuchs im 18. Jahrhundert von 20 Millionen auf 26 Millionen. In den 2 Jahrhunderten zuvor war sie nur um 1 Million gewachsen. Es gab Verteilungskämpfe und Angst. 1774 verliert Prinz Louis Großvater seine letzte Schlacht gegen die Pocken. Ludwig XV. Stirbt als geschlagener und ungeliebter König. Sein Land lässt er am Rande des Ruins zurück. Prinz Louis besteigt nun den Thron. In einer verschwenderischen Zeremonie wird er zum König gekrönt. Louis ist nun Ludwig XVI. Der Aufwand der Krönung täuscht nicht darüber hinweg, dass er völlig unvorbereitet und ungeeignet ist. Als sein Großvater starb und klar war, dass er nun König ist, wusste Ludwig überhaupt nicht, was er zu tun hatte. Er fühlte sich, als sei ihm der Himmel auf den Kopf gefallen. Auch wenn seine Ausbildung stets auf seine künftige Aufgabe hin ausgerichtet war, fühlte er sich noch nicht bereit. Für ein Königreich in einer schweren Krise ist Ludwig XVI. Der denkbar schlechteste Regent. Der 20-Jährige betet: Gott schütze uns, denn zum Regieren sind wir zu jung.
In der abgeschlossenen Welt von Versailles beginnt für Ludwig und Marie ein neues Leben als junge Monarchen. Doch auch 20 Kilometer weiter in Paris beginnt Neues heranzuwachsen. Etwas, das mit der Monarchie an sich nicht vereinbar ist. Es ist eine Zeit gefährlicher neuer Ideen. Es ist das Zeitalter der Aufklärung. Die königliche Kutsche nähert sich dem angesehenen Collège Louis le Grand. Die Menge strömt zusammen, um einen Blick zu erhaschen. Der neue König, Ludwig XVI. Und seine schöne österreichische Frau werden in Paris willkommen geheißen. An der Spitze des Empfangskomitees steht ein vielversprechender junger Student der Jurisprudenz, Maximilien Robespierre. Als Robespierre noch ein Schuljunge war, besuchte der König seine Schule. Und Robespierre hielt eine lateinische Ansprache. Er hat also bereits als Teenager mit Ludwig XVI. Gesprochen. Robespierre trägt seine lateinischen Worte respektvoll vor. Aber der König nimmt den jungen Mann kaum wahr. Jahre später wird das Schicksal sie erneut zusammenführen, unter ganz anderen, finsteren Umständen. Es war eines der Rituale, wie es sie in Schulen so gibt. Später konnte man es als Ironie der Geschichte sehen. Der junge Robespierre, der eine Rede zu Ehren des Mannes hält, den er später umbringen wird. Doch jetzt ist der Empfang warm und die Schmeichelei aufrichtig. Der Besuch des Königspaares mag die Herzen der Menschen erreicht haben, doch ihre Gedanken gehen bereits in eine ganz andere Richtung. Seit dem Mittelalter ist die Gesellschaft qua Geburt in drei Klassen geteilt. Es gibt eine unüberwindliche Kluft zwischen dem Reichtum des Adels und des Klerus und der Armut der Bauern. In der Blüte des 18. Jahrhunderts beginnen Vernunft, Verstand und Bildung, dieses althergebrachte Gefüge ins Wanken zu bringen. Es gibt radikal neue Ansichten und neue Literatur und über alles öffentliche Debatten. Paris ist nun das weltweit anerkannte Zentrum der Philosophie. In der Stadt blühen das Wissen, die Gedanken, der Geist neuer Möglichkeiten. Es ist das Jahrhundert der Aufklärung. Die Aufklärung ist eine Bewegung, die Autoritäten in Frage stellt, die auffordert, an nichts zu glauben, was andere einem vorgeben. Denke selber darüber nach und überprüfe es. Im alten Europa wurde einem gesagt, was man zu denken hatte. Man bekam es von oben vorgegeben, vom Herrscher oder dem Priester. Der Gedanke, dass man Wissen für jedermann zugänglich machen konnte, etwas Bildung und Geld vorausgesetzt, war revolutionär. In den elitären Salons von Paris treffen sich die Aristokraten und diskutieren über die Vernunft. Stichworte und Ideen liefern Autoren wie Voltaire, Montesquieu, Rousseau. Neue Stimmen, die für die Freiheit des Einzelnen fechten. Und vor allem für Gleichheit. Die größte Leidenschaft für diese neue Literatur pflegt die Oberschicht. Doch die Ideen der Aufklärung durchdringen alle Schichten. Und das neue Selbstbewusstsein der Bürger und ihre Forderung nach Gleichheit beginnt für das aristokratische Verständnis zur Bedrohung zu werden. Was es so gefährlich machte, war, dass man sich fragen konnte, warum der Adel privilegiert war, warum die Welt so und nicht anders geordnet war und ob man dies nicht ändern könnte, eine bessere Welt schaffen und Fortschritt ermöglichen. Doch all diese Gedanken untergruben die Auffassung, dass Monarchie, Aristokratie und Hierarchie natürlich sind. Um die Ideale der Aufklärung verwirklicht zu sehen, muss man nur einen Blick über den Atlantik werfen, nach Amerika, das sich mit dem Kampf um Unabhängigkeit vom Joch der alten Welt zu befreien sucht. König Ludwig strebt nach einer Revanche für die Niederlagen seines Großvaters und sieht die Chance im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Ludwig stellt hierfür 2 Milliarden. Ende des 18. Jahrhunderts sieht sich das prunkvollste Königshaus Europas einem mächtigen Feind gegenüber, dem eigenen Volk. Ein Mann sorgt dafür, dass die Nation einen ungeliebten König und eine verhasste Königin stürzt. Eine Republik wird geboren, in Blut. Im Blut der Franz Blanc für die Guillotine.
Maximilien Robespierre bereitet sich darauf vor, den Preis für das zu zahlen, was er in Gang gesetzt hat. Eine Explosion an Ereignissen. Die Französische Revolution. Die Französische Revolution war der außerordentliche Moment, in dem das Volk daran zu glauben begann, dass fast alles erneuert werden könnte. Nicht nur die Politik und die gesellschaftlichen Institutionen, sondern reichen über die Grenzen des Kontinents hinaus. Die Französische Revolution ist das wichtigste historische Ereignis in der westlichen Geschichte. Es gab andere bedeutende Entwicklungen, die industrielle Revolution, den Kapitalismus, aber es gab kein wichtigeres Ereignis. Die Revolution veränderte die Dinge grundlegend. Man befreite sich von der katholischen Kirche, dem Christentum, dem Adel, dem König. Und dann auch die menschliche Natur an sich. Die Französische Revolution stellte die Weichen für die moderne Welt. Sie war der Wendepunkt, an dem sich alles veränderte. Die Revolution bereitet dem feudalen System mit seinen aristokratischen Traditionen ein Ende. Gewaltsam beschreitet sie den Weg in eine neue Zukunft. Sie erschüttert Europa in seinen Grundfesten. Ihre Auswirkung der Französischen Revolution. ...1794, die Conciergerie in Paris. Das Gefängnis ist eine uneinnehmbare Festung am Ufer der Seine. Nasskalt, voller Ratten. Berüchtigt als das Vorzimmer des Todes. Drinnen wird die Stimme des Volkes zum Schweigen gebracht. Das Haar geschoren, der Nacken...